Herzlich willkommen in der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Eine der sehr schönen Seiten der Arbeit in der JBZ ist es, dass wir einmal im Jahr einen Gast haben. Heuer ist das Jonas Drechsel. Dieser Gast wird von uns ausgewählt nach dem Kriterium, dass er Innovatives für die Zukunftsforschung beiträgt. 2 Monate arbeiten wir mit dieser Person zusammen und es ist in aller Regel ein großes Vergnügen, so wie es auch heuer wieder war. Heuer haben wir eben Jonas Drechsel ausgewählt. Warum haben wir Jonas Drechsel ausgewählt? Er hat sich intensiv wissenschaftlich an der Freien Universität Berlin im Lehrgang Zukunftsforschung mit dem Thema Zukunftsgestaltung auseinandergesetzt, hat hier auch diplomiert und er wollte es nicht dabei belassen. Jonas Idee ist nicht, eine Arbeit geschrieben zu haben und die nun verstauben zu lassen, sondern er möchte die zum Leben erwecken. Und jetzt nicht nur, indem er davon erzählt, sondern wie das heute ist, er hat versucht, seine Thesen ins Digitale zu übersetzen. Er hat ein Tool entwickelt, das helfen soll, Zukunftsgestaltungsprozesse konstruktiv, selbsthinterfragend anzugehen. Jonas kommt aus dem Allgäu, hat in Protest gegen seine Hippie-Eltern, wie er sagt, BWL studiert, hat sich dann der Zukunftsforschung gewidmet und sagt, heute stimmt er mit seinen Eltern dann doch wieder manchmal überein bei bestimmten Fragen. Jonas, herzlich willkommen hier bei der Robert-Jungk-Bibliothek. Wie haben dir die 2 Monate hier eigentlich gefallen? Ja, Stefan, danke für die freundlichen Worte auf jeden Fall. Ja, passend zu der Herangehensweise an das Tool waren auch meine 2 Monate in Salzburg halt geprägt durch Corona, wie das Leben aller Menschen zurzeit. Eigentlich hatte ich vor, eine Art Brettspiel zu entwickeln in der Zeit hier, aber meine Sorge war, dass das in 2021 einfach niemand dann live erleben wird. Und deswegen habe ich mich dann umgesehen und ein gutes Tool entdeckt, mit dem man auch digital das abbilden kann. Ja. Genau. Und du sagtest ja schon, meine Masterarbeit, ein zentraler Punkt der Masterarbeit war, oder es ging mir darum, eine Theorie der Zukunftsgestaltung zu entwickeln. Und man denkt dabei schnell ans Machen und an die Welt besser machen und Welt besser gestalten. Aber es gibt Vorbedingungen dazu. Und das ist, dass man sich überhaupt vorstellen kann, dass eine andere Welt möglich ist. Menschen, die also die Welt besser machen wollen, zu editieren in ihrem bisherigen Denken und zu hinterfragen und zu erkennen, dass es vielleicht auch anders sein könnte. Ich meine, wir haben eh kurz mal drüber geredet, über Richard Rortys Theorie von kontingentem Wissen und dass eigentlich, also, dass halt das alles so ein bisschen zufällig ist, wie wir heute über die Welt denken. Und genau, darauf basiert eigentlich mein Framework. Dieses Framework, ich habe schon einen ersten Blick drauf werfen können, führt wirklich dazu, dass wenn man am Anfang eines Projektes steht oder sich grundsätzliche Zukunftsüberlegungen antut, dass man wirklich auf neue Ideen kommt. Und ich glaube, wir werden dieses Tool jetzt herzeigen können und man wird sehen, dass es sehr viele Ecken und Kanten und Ideen und Irritationen beinhaltet, die wirklich dazu führen, dass man neu nachdenkt. Ich glaube, Jonas, es wird Zeit, dass du uns dieses Tool jetzt einmal zeigst. So, da haben wir einen ersten Blick. Funktioniert das für dich? Alles gut. Wunderbar. Dann steigen wir mal ein. Vielleicht als allererstes. Es gibt hier eine Navigation, die lässt sich hier rechts oben öffnen. Da ist erstmal nochmal eine komplette Übersicht über alles, was in diesem Tool abgebildet ist, in ganz, ganz basal und komprimiert. Das kann man sich also angucken, für einen ersten Einstieg. Ansonsten habe ich hier einen Bereich der Vorbereitung entwickelt, wo ich also auch nochmal, was ist die Basis, was sind die Problemstellungen, ja, was passiert darin? Und also ich kann nochmal sagen, es sind quasi 30 Spielkarten, die ich entwickelt habe, die man dann aufdecken kann. Und in diesen Karten passieren viererlei Dinge. Erstens kriegst du eine konkrete Frage an die Hand. Dann wirst du durch wirklich nochmal fundierte Informationen basierend auf meiner Masterarbeit angeregt. Als drittes gibt es so eine Art ja, belustigende Infragestellung in Form von Memes, basierend auf der in der jüngeren Generation herrschenden Meme-Kultur sozusagen. Und als viertes haben wir dann noch
Frameworks, Fragen, spielerische Ansätze, die also im Bereich Zukunftsgestaltung und im Designbereich rundherum relevant sind und die ich auch in den 2 Monaten recherchiert habe. In dieser Anleitung, wenn wir einsteigen, gibt es zum Beispiel nochmal eine Videoanleitung, wo man sich ganz kurz angucken kann, wie das Ganze funktioniert. Also es gibt einen ganz soften Einstieg, um irgendwie zu verstehen, was ist das eigentlich und was kann das für mich sein. Dazu, wenn man noch mehr möchte, gibt es hier noch noch Hintergründe zu dem Framework. Da gab es dann auch ein schönes Interview mit der Stadt Salzburg, das ich geführt habe. Mehr Informationen zur Masterarbeit, zum Forschungsstipendium. Und dann habe ich quasi noch einen als ersten Einstieg sozusagen, das ist wahrscheinlich, da beschäftigt man sich vielleicht so 10, 15 Minuten gerne mal mit, sind 5 Personas. Der Persona-Ansatz ist also quasi der Ansatz, um sich vorzustellen, welche Menschen die Zielgruppe sind. Bei mir sind das eben Menschen, wo ich denke, die würden über sich selber sagen, sie gestalten Zukunft oder Zukünfte. Und die habe ich so ein bisschen überspitzt, ironisch dargestellt, um auch da schon quasi die Herausforderung so ein bisschen einzuführen. Dann gibt es quasi hier noch vertiefende Projektvorbereitungen an der Stelle. Wir hatten besprochen, dass wir das überspringen und du kurz erstmal, um das Ganze griffiger zu machen, dann ein Projekt vorstellst, wo bei euch gerade akut wird nächstes Jahr, ne? Ja, soweit alles klar. Im nächsten Schritt wird es darum gehen, dass du eine Vielzahl von Karten entwickelt hast, wo du schon beschrieben hast, was auf diesen Karten zu sehen ist. Vielleicht erzähle ich ganz kurz, ich wäre jetzt jemand, der auf dein Tool zugreift. Die Robert-Jung-Bibliothek ist beauftragt, Zukunftsszenarien zu entwickeln, Zukunftsszenarien für die Region Salzburg. In diesem Zusammenhang werten wir Studien aus, führen wir qualitative Interviews, versuchen wir Daten zu erheben, versuchen wir die wichtigste Literatur zu sondieren, versuchen wir ökonomische, ökologische und andere Daten zu hinterfragen und diese in Wechselbeziehung zu setzen. Das Ganze wird ein 2-jähriges Projekt sein, wo wir am Ende Thesen zur zukünftigen Entwicklung, Szenarios zur Diskussion stellen werden. Wir werden nicht den Anspruch erheben, die Zukunft der Region Salzburg zu kennen. Wir werden aber sagen, es gibt eine sehr plausible Argumentation, dass es zu einem Szenario A, B, C für die Region Salzburg kommen wird. In dem Diskussionsprozess können diese Szenarien dann wieder weiterentwickelt werden. Hier stehen wir relativ am Anfang. Und hier denken wir uns jetzt, wäre es gar nicht schlecht, wenn wir alle unsere Prämissen einmal hinterfragen könnten, wenn wir uns als Projekt die Frage stellen, sind wir auf der richtigen Spur, übersehen wir etwas? Vielleicht, dass man einfach mit Hilfe dieses Tools das ganze Projekt einmal durchschüttelt, um zu sehen, wo ist unser blinder Punkt? Yes, perfekt. Wenn ich an Salzburg denke, denke ich natürlich auch immer an die Festspiele hier. Und da bin ich immer an einem Spruch vorbeigelaufen, fast jeden Tag. Der hieß, wo der Wille nur erwacht, dort ist schon fast etwas erreicht. Und ich finde, das ist ganz passend, um sich diese Karten vertiefend anzugucken, der Wille, etwas zu verändern. Wir haben also schon mal vorab 3 Karten herausgesucht, die vielleicht für dein Projekt jetzt gut passen könnten. An der Stelle würde ich dich deswegen bitten, mit vielleicht einer Karte mal einzusteigen und da deine Gedanken zu teilen, wenn du das siehst, ne? Wir sind hier ja nicht an einem Ende von einem Prozess, sondern das ist quasi jetzt ein Diskussionsschritt hier an der Stelle, bevor ich dieses Framework dann in einiger Zeit für alle auch zugänglich machen werde. Wunderbar. Also als ich mir das Framework das erste Mal angesehen habe, ist mir klar geworden, dass es eine bestimmte systematische Strukturierung gibt. Wir sind hier in dem Bereich Regeln vertikal und im Bereich Individuum horizontal. Also hier stellt Jonas uns jetzt als Projektbetreiber Fragen, die an der Schnittstelle Individuum und Regeln sind. Ich bin am Anfang meines Projekts, suche nach Blind Spots, versuche auf neue Ideen zu kommen und mit Hilfe dieser Karte werden mir jetzt ein paar Fragen gestellt.
wenn ich dich richtig verstanden habe, Jonas, konzentriere ich mich auf das, was als Frage in der Mitte jedes dieser Spielkarten steht. Hier geht es also um mäßige Regeln. Welche Regeln herrschen über individuelle Freiheit? Welche Regeln werden regelmäßig gebrochen und warum? Das zum Beispiel im Kontext der Studie zu Salzburg bedeutet für mich, dass man wahrscheinlich einmal hinterfragen sollte, ob wirklich ein regulärer Fortschritt, eine reguläre Entwicklung denkbar ist oder ob es nicht Regelbruch geben könnte in den nächsten Jahren. Dass es massives Ausscheren von Bevölkerungsgruppen, dass es konflikthafte Auseinandersetzungen, wo konventionelle Regeln gebrochen werden, geben könnte. Berücksichtigen wir das ausreichend? Berücksichtigen wir, dass es zum Beispiel zu einer Abwendung von Regeln kommt. Du siehst mich jetzt hier frei assoziieren. Wir haben hier einen relativ starken Druck der Regierung gehabt, sich in Corona-Zeiten testen zu lassen. Wir haben eine massive Nichtbefolgung dieses Aufrufs gehabt von 70 bis 80% der Bevölkerung vor wenigen Wochen. Was also ein hochinteressantes Thema ist, wo auch eine hohe Bereitschaft ist, medizinische Vorgaben zu ignorieren. Wie gehen wir damit um, dass Individuen bereit sind, Regeln zu brechen? Gut, war jetzt nur ein kurzer Einblick, was diese Frage bei mir aufwirft an Thesen, dass man zum Beispiel bei Zukunftsentwicklungen immer einen individuellen Regelbrecher, eine individuelle Regelbrecherin mitdenken sollte. Das ist jetzt zum Beispiel, was hier passiert. Jonas gibt auf dieser Karte jetzt dann auch noch ein Framework, zum Beispiel links unten, dass man sich durchsehen kann, wie dieses Zusammenspiel von Regeln und Menschen gestaltet ist, wie Regelbruch zu bewerten ist. Wenn man sich das durchliest, kommt man vielleicht in diesem Zusammenhang auch wieder auf Ideen. Diesen Regelbruch, den ich beschrieben habe, der könnte ja auch etwas sehr Positives sein. Ein Aussteigen aus bestimmten destruktiven Prozessen, ein aktives Einschreiten gegen negative Auswirkungen des fossilen Zeitalters durch individuellen Regelbruch. Auch das ist denkbar, wenn zum Beispiel die Klimadebatte nicht nur eine ist, wo wir CO2-Konzentration weiterschreiben, sondern wo wir vielleicht auch Formen des Protests gegen die Nutzung fossiler Energien weiterschreiben müssen. Wie wird sich eine Bewegung wie Extinction Rebellion entwickeln? Das kann positiv, kann aber auch ein sehr fatales Szenario natürlich sein, wenn es hier zu einer Radikalisierung kommt. Dumm, auch das wieder hier nur so etwas, was passiert. Und wenn ich klug wäre, würde ich mir hier zum Beispiel kurze Notizen machen, die ich dann in das Projekt einbringe. So viel zum Beispiel nur zu dieser einen Karte. Ich glaube, jeder, der uns zusieht, sieht, da gibt es jetzt mehrere Hinweise, teilweise historische Erinnerungen. Vielleicht löst die eine oder andere Frage, das eine oder andere Bild bei wem von Ihnen jetzt nichts aus, aber vielleicht das andere durchaus. Aber spielen wir das weiter, Jonas, und schauen wir zu einer anderen Karte. Ja, sehr gerne. Du hattest dir noch Die Hidden von Now-Karten sind Karten, die ich, wenn ich dein Spiel nutze, jederzeit umdrehen kann. Genau, der Ansatz ist, es gibt keine richtige Anwendung dieses Spiels oder dieser 30 Karten, sondern sie liegen einfach verdeckt vor dir. Und je nachdem, wie viel Zeit, welches Interesse du mitbringst, kannst du einfach welche aufdecken. Wichtig ist vielleicht noch, du hattest es schon angesprochen, mit horizontal und vertikal, dass man sozusagen zu den Punkten jeweils oben noch eine Infocard hat, die man öffnen kann, um quasi sich vorher schon mal zu informieren, worum geht es da eigentlich? Was heißt eigentlich Zeit in diesem Framework? Und zum Thema Zeit hattest du dir das Zeit und reale Utopien umgedreht vorab. Genau, hier haben wir also wirklich nur erstmal vier visuelle Inspirationen, die zu der Zielfrage hin, welche Lösungen haben andere im Umgang mit Zeit gefunden? Warum funktioniert das? Es gibt jetzt zwei Ebenen, woran ich gedacht habe, als ich zum Beispiel diese Karte für mein Projekt angesehen habe. Erstens für die fachliche Analyse dessen, was wir untersuchen. Und zweitens für das, wie ich überhaupt dieses Projekt gestalte. Wenn man in der Zukunftsforschung ist, hat man ein sehr hohes Bewusstsein, dass es durchaus möglich ist, dass es
dramatische Verschiebungen gibt, dass es ganz anders kommen könnte. Aus diesem Grund ist es sehr, sehr wichtig und absolut notwendig, dass man sich eine große Offenheit bewahrt. Für die Prozessgestaltung bedeutet es für mich, dass es wahrscheinlich klug ist, sich nicht hetzen zu lassen, um die Räder, die erfunden werden, nicht zu übersehen. Ob man nicht in die Prozessschritte nicht ein klares Aufteilen von Aufträgen, Analyse von Daten und Zusammenführen von Daten allein vorsehen sollte, sondern ob man sich nicht wirklich jeweils einen Monat pro Jahr rausnehmen sollte, wo es nur darum ging, zu reflektieren. Das wäre eine Idee, die mir hier gekommen ist. Und die andere ist natürlich, wenn wir das Begriff reale Utopien anwenden, ist, wer sagt uns eigentlich, dass es in den nächsten 20 Jahren nicht dazu kommt, dass eine reale Utopie entwickelt wird, wo Menschen anders zu leben versuchen? Wie realistisch ist die Chance, dass neue Formen des Wirtschaftens nicht gegen die bestehende Form sich durchsetzen, sondern innerhalb der bestehenden Form wachsen? Gibt es hier eine zunehmende Bewegung, die entsteht neben der normalen Erwerbsarbeit? Auch da wieder Schnitt, ein paar Notizen gemacht, haben mich gezwungen zu hinterfragen, wie ist ein konventionelles Projektsetup, und haben mich gezwungen zu hinterfragen, was könnte sich ideengeschichtlich in den nächsten Jahren entwickeln und damit Auswirkungen haben auf unseren Untersuchungsgegenstand. Hier gibt es zum Beispiel als weitere Inspiration dann auch noch Informationen zu, was die Gemeinwohlökonomie unter Vollzeit versteht. Ne? Das sind ja auch nicht, also Vollzeit ist ja kein, also wir verstehen damit automatisch 40 Stunden, aber muss das so sein? Mhm. Das verändert ja komplett unser Zeitempfinden, wenn Vollzeit auf einmal nur noch 25 oder 30 Stunden wären. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich eine der spannendsten grundsätzlichen Debatten, die wir führen. Und gestern erst gelesen, dass Christian Drosten zum Berliner 2020 gewählt wurde. Er wurde halt auf Twitter gefragt, ganz schön aktiv bei Twitter, hat er etwa nichts Besseres zu tun? Ne? Also das sind auch so die Aspekte, wo man dann so einen Zeitdruck auch aufbaut und wo man dann auch einfach mal sagen kann, nein, heute habe ich nichts Besseres zu tun. Das, genau. Gut, schauen wir zur dritten Karte. Ja. Wie ihr seht, also man hat hier rechts unten immer diese Welt, diese Map, und da kann man halt rein und raus zoomen, um dann wirklich ins Detail reinzugehen und dann aber auch wieder den Überblick über das Ganze herzustellen. Mhm. Schwärmerei, wo wird von guten Prozessen geschwärmt? Warum? Natürlich hat das vor allem wieder das Projektdesign betroffen, dass ich dadurch hinterfrage, dass ich mir überlegt habe, wenn habe ich Kolleginnen und Kollegen erlebt, die gesagt haben, sie waren in einem tollen Projekt, das hat Spaß gemacht, das war gut. Und allein sich mir diese Frage zu stellen, von welchem Projekt hat man am begeistertsten geredet als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, könnte mich doch anleiten, mich mal umzuhören, was genau dort das Schöne war, was hat wirklich Spaß gemacht. Und wahrscheinlich ist man einfach kreativer, wenn man Freude hat, wenn man Spaß hat. Vielleicht sollte man durchaus einmal ganz andere Formen des Zusammendenkens auch in so einem Projekt probieren. Natürlich gibt es die Zukunftswerkstätten von Robert Jung, die bei jedem Projekt einen Sinn volles Instrument sein können. Aber es gibt auch noch eine ganze Vielzahl von anderen Elementen, mit denen man so etwas angehen könnte. Also einfach Best Practice zu suchen beim Aufsetzen von Projekten, sollte man nicht vergessen. Und daran erinnert mich jetzt diese Karte. Und ich mache mal kurze Notiz, weil natürlich die Zeit ist knapp und sonst denke ich nicht mehr dran. Wahrscheinlich unterschätzt man das ohne dies immer, wie wichtig es ist, Strukturen so aufzusetzen von Anfang an, dass eine Stimmung entstehen kann, die entspannt ist und positiv. Was ich zum Thema Prozess auch immer sehr spannend finde, wie sehr er, also ab welchem Moment er schon, also was schon alles gesetzt ist sozusagen, was vielleicht gar nicht, also nichts mit Utopie, also eine reale Dystopie sozusagen ist, ne? Aber wo quasi schon in den Köpfen völlig als normal angenommen wird. So macht man Prozesse. Mhm. Ja. Und in Wirklichkeit laufen sie dann eh nach ihren eigenen Charakteristika ab. Oder laufen immer wieder in die ähnlichen Sackgassen dann im Zweifel. Ja, ganz genau.
Okay, ich glaube, man hat jetzt mal gesehen, vielleicht zoomst du noch mal raus, damit man sieht, es gibt jetzt nicht nur diese drei Fragen mit den Inspirationen, sondern 35, Jonas? 30 sind es genau, ja. 30 sind es genau, wo man je nach Lust und Laune, wenn ich dich richtig verstehe, umdrehen kann, schauen kann, wirken kann, ignorieren kann. Und am Ende hat man dann, so wie ich jetzt neben mir, einen Zettel mit ein paar Notizen, die man dann, wenn man klug ist, zu einer hohen Prozentanzahl weiterverfolgt. Wie geht es weiter dann, wenn man diese Karten umgedreht hat? Yes. Das ist erstmal, also da bin ich ein Anhänger von, es gibt kein richtig und falsch. Wenn du heute aus diesen Viertelstunde zwei, drei schöne Gedanken mitnimmst, wo du dann dadurch anders denkst, freue ich mich schon, dann ist es schon erfolgreich sozusagen. Was es gibt, um das Ganze zu vertiefen, und das ist was, wo auch auf meiner Masterarbeit basiert, sind im Prinzip Methoden, die in der Zukunftsforschung oder im Rahmen der Zukunftsforschung eingesetzt werden. Wir haben das ja gesehen, horizontal war jeweils Kultur, Struktur, Individuum und reale Utopie und Moonshot-Utopie und Artefakt angeschrieben. Und dadurch, danach hatte ich die Karten sozusagen strukturiert. Und hier habe ich nochmal versucht, die Methoden in greifbar, kurz und bündig darzustellen, was da dahinter steckt, was man da sich vertiefend dann für Fragen auch stellen könnte. Da ist dann wirklich auch die Frage, wie viel davon macht man dann zum Beispiel für sich oder was nimmt man auch konkret dann in einem Projektplan mit auf und holt sich vielleicht noch Expertinnen dazu. Natürlich sind da Inspirationen jetzt dabei. Wie gehst du jetzt weiter mit dem Projekt? Vielleicht verlierst du auch ein kurzes Wort darüber, auf welcher Softwareplattform das Ganze entstanden ist, wie man das findet, ab wann man das findet und wie man dich kontaktiert, wenn man noch mehr Interesse hat. Genau, der Kontakt steht auch in dem Framework natürlich hier, haben wir den stehen. Aber der wird sicherlich auch noch mal mit auf YouTube bekannt gegeben oder einfach unter meinem Namen Jonas Drechsel findet man mich. Zum Thema Miro, das ist quasi das Zoom für Online-Whiteboards, also hat auch einen enormen Schub durch Corona erhalten. Und ich habe bin da durch meine Tätigkeit als Freelancer im Bereich Futures Research im Sommer darauf aufmerksam geworden. Also da wird einfach damit gearbeitet und das ist halt sehr niedrigschwellig zugänglich. Also man braucht noch nicht mal einen Account, um sich das hier jetzt anzugucken. Und mein nächster Schritt wird sein, das jetzt nochmal alles zu überdenken, den ganzen Prozess, den wir jetzt zusammen hatten, auch zu verschriftlichen. Das soll dann veröffentlicht werden. Und parallel dazu werde ich dann bei Miro, so heißt das gute Tool, beantragen, dass man daraus ein Template generiert. Und das Template, das funktioniert so, wie man sich bei PowerPoint oder Ähnlichem ein Template vorstellt. Man klickt dann einfach in Einfügen und hat dann quasi das vor sich und kann das dann wirklich als sein eigenes Spiel, also so wie man sich ein Kartenspiel halt holt, kann man dann die Karten umdrehen und bearbeiten und hat dann quasi halt sein persönliches Zukunftsgestaltungstemplate. Ja. Okay, herzlichen Dank, Jonas. In der Robert-Jung-Bibliothek werden wir auf unserer Homepage www.jung mit GK-Bibliothek.org natürlich auch den Link zu diesem Miro-Spiel setzen und weitere Informationen wie auch den Kontakt zu dir findbar machen. In diesem Sinn, Jonas, herzlichen Dank. Grundsätzlich auch, es war wunderbar, mit dir 2 Monate zusammenzuarbeiten, auch unter diesen seltsamen Corona-Bedingungen, wo du zwar extra in Salzburg warst, wir trotzdem in aller Regel über Zoom kommuniziert haben, was natürlich etwas seltsam war für einen Auslandsaufenthalt, der dann nicht viel anders ausgesehen hat, als wärst du zu Hause geblieben. Nichtsdestotrotz, du bist viel durch die Stadt spaziert, es hat Inspirationen ausgelöst, wie man hier sieht. Danke für deine Herangehensweise, danke für das Tool, das du entwickelt hast, bleibst du hoffentlich der Robert-Jung-Bibliothek verbunden. Wenn das so ist, werden wir dich in Salzburg noch öfter sehen und vielleicht auch noch das eine oder andere spannende Gespräch mit dir führen, unter anderem darüber, welches Feedback du denn bekommen hast, wenn Menschen sich auf dein Spiel eingelassen haben, um irritiert zu werden.
In diesem Sinn, Jonas, noch einmal herzlichen Dank von unserer Seite. Allen, die uns zugesehen haben, noch einmal der Tipp, einfach mal reinschauen, probieren, sich irritieren lassen, ignorieren, drinnen hängen bleiben für 4 Stunden, drinnen hängen bleiben für 2 Minuten, wie auch immer. Ich glaube, das ist in Jonas Sinn. Lieber Jonas, alles Gute. Danke auch an euch.